Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Co-op Season mit dem Pierre. Hallo. Und mir dem Alex. Ihr. Was ich übrigens auch noch sagen muss, ich habe es irgendwie die letzten Tage voll vercheckt, meine Batterien für dieses Sende-Empfängerscheißtrick dafür, mein In-Ears aufzuladen. Ich hoffe nicht, dass die jetzt leer gehen, die ich gerade drin habe, weil dann habe ich gelitten, dann habe ich keine mehr. Die anderen laden nämlich gerade noch auf. Ja, Hashtag läuft. Du bist halt schwarz. Ja, genauso wie Pierre, wo seine eine Woche Urlaub vorbei ist. Dein Maul. Aber es ist schön, da können wir nicht am Montag wieder 4 Wochen zusammen laufen. Ja, super. Baden. Ja, ich hätte lieber 4 Wochen Urlaub. Ja, ich hätte lieber 4 Monate Urlaub. Erst da immer noch einen draufsetzen. Oder doch lieber 4 Jahre. Ja, 4 übertreibt doch, ne? Ja, doch, das wäre geil. Alter, was, wie fett wir einfach werden würden. Ja, kannst du dich ja bewegen, hast ja genug Zeit. Ja, aber das, ich kenne uns, das wird uns aber nie der Fall sein. Ja, wird's auch nicht. Super. Weil dann wollen wir uns ja nicht mehr zur Arbeit bewegen, sondern einfach nur rumsitzen und nichts tun. Ja, gut. Bei mir ist der Unterschied jetzt auch nicht so großartig anders. Ja gut, ich muss halt morgens aufstehen und muss zum Bahnhof laufen und muss aber auch nicht so wahnsinnig viel laufen. Dann fahre eher mehr S-Bahn und so weiter und so fort. Also, ist es jetzt nicht so schlimm. Im Büro sitze ich auch noch. Ja, ich sitze auf der Arbeit auch nur. Das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Das ist nur der Weg, der wegfallen würde. Ja, der Weg ist aber scheiße. Ja, der Weg ist ja aber, der ist kaum was. Das ist nur einmal zum Bahnhof laufen, na gut. Ja gut, sind ja, wir faule Schweine und planen, wenn wir zusammen in eine Wohnung ziehen, dass die am besten direkt eine von denen ist, die am Bahnhof ist? Ja gut, das planen wir. Noch weniger laufen. Ja, weil wir einfach faule Säue sind. Quasi gar nicht mehr. Eigentlich. Obwohl, Pierre, bis dahin willst du ja auch mal einen Führerschein haben eigentlich, ne? Dann hast du es ja gar nicht mehr so nötig. Dann willst du ja eben im Auto fahren, wenn du ein Auto hast, dann, das ist die Sache. Läuft bei dir. Für euch ist erstmal die erste Hürde. Ja, ich hoffe mal, du machst das bis irgendwann, bis wir ausziehen. Wieso? Weil es dein Vater wird, ist es für dich. Ja, genau, weil ich fett bin. Wieso ein Vater? Ich fahr dich nicht immer zur Arbeit? Musst du ja gar nicht. Ich fahr nicht nach Frankfurt. Musst du ja auch nicht. Warum sollst du. Selbst wenn ich einen Führerschein und ein Auto habe, werde ich nicht mit dem Auto nach Frankfurt fahren, weil es sinnlos ist. Ja, morgens halt. Es ist generell sinnlos, weil du auch wenn die Straßen frei sind in Frankfurt, so frei wie sie immer sein können, irgendwann um 10 oder sowas. Selbst dann. Im Auto ist bequemer. Selbst dann brauchst du mit dem Auto 40 Minuten oder so. Und nee, morgens ist S-Bahn eigentlich um die Uhrzeit ganz gechillt, weil du kriegst immer einen Sitzplatz. Immer. Von daher. Und die Zeit, aber wenn du meine Zeit fährst, nicht mehr. Ja, genau, deswegen. Also wie gesagt, meine Zeit ist, du kriegst halt immer einen Sitzplatz. Von daher ist Bahn auch gechillt. Und du musst nichts machen, du musst nicht fahren, du kannst dich hinsetzen und kannst schlafen. Von daher ist das ganz praktisch eigentlich. Also, das ist das, was ich auch oft mache. Läuft bei mir. So wie letzte Woche. 20 Stunden Schlaf an 5 Nächten. Das ist immerhin noch ein Schnitt von 4 Stunden. So. Ja. Aber Pierre wollte irgendwas erzählen. Ich will jetzt mal was voll. Hab ich ja gerade gesagt. Ich hab mal gegoogelt nach Area 51 in Amerika. Hier reicht von Area 51, ein militärisches Sperrgebiet im südlichen Nevada, USA, im Besitz der United States Air Force und des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Innerhalb des großen Luftwaffenübungsgeländes Nellis befindet sich diese zusätzlich gesicherte militärische Anlage. Ihre Existenz wurde von der US-Regierung lange geheim gehalten und im August 2013 vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA erstmals bestätigt. Die US Air Force testet dort neue Experimentalflugzeuge. Area 51 ist Gegenstand vieler Verschwörungstheorien, vor allem zur Erforschung außerirdischer Lebensformen auf der Militärbasis. Da gibt es noch viel mehr, was man lesen kann und sowas. Ja, bestimmt macht die da irgendwelche Versuche an Kindern oder sowas, deswegen halten sie es geheim. Oder an Tieren oder an irgendwelchen anderen Sachen. Oder Menschen, was halt das Wahrscheinlichste ist. Aber erstmal übertreiben und ausholen mit Kindern und so. Alter, ohne Absatz wäre auch noch rein. Behindert. Ja. Du leckst gerade ein bisschen bei mir. Ah, jetzt nicht mehr. Du hast nur ganz kurz geleckt. Yes. Alter, wieder fliegt, ey. Läuft bei dir.
Ja, direkt voll natürlich ist klar, Leute. Ja, logisch. Und wie steht's eigentlich bei der Bundesliga gerade? Wir sind übrigens, ihr seht das am 0-0. Dienstag. Wir sind aber gerade am Samstag. Ich mach mal generell auf und guck mal generell, wie es bei allen steht und nicht nur bei dem Derby. Warum das überhaupt. Egal, kann ich mich wieder drüber. Alter, alles 0-0 bis auf Leverkusen Freiburg. What the fuck, ey? Wie Dabei ist steht es bei gleich dir in Halbzeit. Leverkusen Freiburg? 1-0. Für Leverkusen? Jo. Läuft. Hast du Aber schon nachher warum? da 41. Ah. Ja, was? Ja? Warum ist Steht Frankfurt. in der. Wir sind so richtig behindert. Warum ist Frankfurt Hamburg Topspiel und nicht Schalke Dortmund? Muss auch Weiß ich keiner nicht. verstehen. Auf jeden Fall weiß ich, wer Keine nächsten Ahnung. Mittwoch Topspiel. Wer morgen für euch morgen Topspiel ist und wer nicht. Erstmal Was Maul denn? aufreißen. Ja, DFB-Pokal. Was? Morgen, ach so. Ja, Dienstag, dann morgen, ja. Also am Mittwoch. Wer im öffentlich-rechtlichen läuft, weil er so geil ist und wer nicht. Weil er so unspannend ist. Juckt mich aber nicht. Juckt ihn nicht, ich hab Sky. Ah, läuft bei Ist dir. auch so. Ich will mich nur aufregen, Wenn du wenn ich kein Sky Fernseher hättest, hätte. ja. Aber sonst juckt mich das nicht. Ich hoffe, der Ralf kommentiert euer Spiel. Dann juckt es sich nämlich schon. Nur der Reifer hat sich ja schon extra das Spiel Dortmund-Schalke gesichert. Ja, heute. Ja. Aber im Pokal kann er ja trotzdem wieder mit dabei sein. Ich weiß. Das ist Das ist übrigens der. Piers Lieblingskommentator und auch Du magst ihn auch meiner. nicht. Ich mag den nämlich auch nicht, das war Ironie, genau. Und das ist so ein Hurensohn. Und alleine für den Hurensohn, okay? Ich mein, Sky-Abo läuft ja Ende März aus. Und alleine darüber bin ich froh, dass ich den Hurensohn nicht weiter finanziere. Weil, ohne Scheiß. Ah! Ich glaube, es gibt mindestens 3000 Menschen in Deutschland, die sich ein Sky-Abo kaufen würden und nur sagen, mit dem Hurensohn Ralf mache ich es nicht. Ja, Mindestens. ist auch voller Spasti. Dann war Wolf Fuß, kommt halt aber bei ihm. Der ist halt, ich finde den halt sehr cool, weil er auch ziemlich emotional ist. Nicht so kalt wie der Ralf. Ja, das sind eh die meisten sind kalt und das ist scheiße. Wenn du dir mal die Und. Ausländer anguckst, wie abgehen die Engländer und sowas, Alter, jo, ey. Ja, Frank Buschmann und Wolf Fuß sind für mich die besten deutschen Ja, aber Kommentatoren. Frank Buschmann wird ja komplett ignoriert. Der ist ja ProSieben-Lutscher. Einfach nur, weil er halt eben von den. Der hat aber. Mal irgendwann gemacht, ja. Oder? Der ist ja nicht bei Sky, aber der Kommentar hat halt das Dings kommentiert. Oh, was war das denn nochmal? Europa League, genau. Ah, okay. Ja, das war aber Sat. Stimmt, das war aber wieder Sat.1, ja. Nein. Oder? Habel 1. Ja, ist dasselbe. Ist ja Pro701 Media AG. Trotzdem. Ja, ist für mich dasselbe. Euro League läuft nicht mehr auf, läuft nur noch auf Kabel 1. Ja, es ist aber dieselbe Gruppe. Das ist für mich ein und das ist alles der eine selbe Dreckshaufen. Alleine, wenn man jetzt weiß, übrigens, um mal zum nächsten Thema zu schlittern, dass von hier, dass ein ganzes Team YouTuber bei der VOG-WM am 14.3. ist, also Studio 71 Team, weil eben Studio 71 ja das Netzwerk von ProSiebenSat.1 ist. Alleine sowas sind halt wieder so Sachen, wo du halt merkst, wie geil ProSieben eigentlich abgeht in solchen Sachen. Aber naja, trotzdem Nigger. Ja, Ich find's ganz cool, weil so die. das sind, tut mir sich eh nicht, guck's mir eh nicht an. Ich guck's mir deswegen an, ansonsten hätte ich's mir nicht angeschaut. Guck mir sowas nie an. Ja, Ich finde ich. Deutschland lag in Rat mir mittlerweile voll langweilig. Ja, das gucke ich auch nicht mehr, weil es halt ausgelutscht ist, irgendwie das Format, ja. Aber obwohl ich guck's mir nochmal manchmal im Nachhinein an. Also eigentlich gucke ich schon meistens, sage ich mal. Ich find's immer noch ganz re relativ. Ich finde die Spiele halt relativ cool, wie sie gemacht sind. Aber. Ich mag gar nicht, ich guck's aber nicht mehr, ich mag's nicht mehr. Ist für mich langweilig geworden. Die bringen halt immer Aber die irgendwie. ganzen Events von Stefan Raab, ich finde die mag. Die finde ich alle mittlerweile. Brauchst du nicht mehr. Ja, ich finde die schon ganz cool. Also ich. Turmspringen, Ja, Turmspringen ist VOG-WM, sowas, das gucke Soccer ich. Crash Challenge. Guck mal, Turmspringen habe ich nie geguckt, weil das juckt mich einfach nicht. Wie Leute von einem Sprungbrett runterspringen, das juckt mich einfach komplett null. Aber die anderen Sachen eigentlich. VOG-WM gucke ich, habe ich eigentlich auch noch nie geguckt. Das werde ich jetzt wegen der YouTuber gucken. Aber, Rot läuft. Aber. Was gibt's denn sonst noch? Ja, hier Autoball alle 2 Jahre gucke ich natürlich. War ich ja Das beim. gucke ich ab und zu mal rein. Oh. Das ist hier nur alle 2 Jahre. B oder EM. Da war ich ja sogar letztes Jahr bei der WM, ja. Genau, das war letztes Jahr, war ich ja sogar da in der Halle. Dann, was war das noch?
hier Schlag den Raab halt auch irgendwie meistens, aber dann halt aber nie live, weil das mir ein. Ich gucke das eigentlich alles nicht mehr richtig live, weil mir das alles mit viel zu viel Werbung zugebombt ist. Weil Schlag den Raab ist eine reine Werbeveranstaltung. Das ist dauernd Werbung. Es geht mir mega auf die Eier. Aber auch bei der Wiederholung ist. Es wird auch oft eine Werbung dabei. Ja, deswegen gucke ich es ja immer auf, keine Ahnung, was. Wie heißt die Scheiße bei denen? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall online bei denen nach kann man das auch jedes Spiel einzeln gucken. Das mache ich immer. Ja, ansonsten. Was haben die sonst noch für einen Scheiß? Ja, Stocker Crash Challenge fand ich früher relativ langweilig, finde ich inzwischen relativ cool. Die letzte fand ich halt ganz cool. Hat ja auch Dana, der kleine Nigger, erstmal direkt abgestaubt, der Hu und so. Ja. Geht so. Ich finde die jetzt gar nicht mal so schlimm. Also nicht so schlecht und nicht so ausgelutscht oder wie auch immer. Alter, what the fuck? Alter, Lahm, warum kriegst du danach, wenn da keiner ist, Mann? Was ist das für eine sinnlose Scheiße? Keine Ahnung. Bisschen unnötig. Hey, wenn der dann schon wieder so breitbeinig da steht, ey, würde ich ihm am liebsten in die Eier treten, ne? Aber zu inkompetent, um ihn reinzumachen. Läuft bei dem. So. Ja, Daniel, musst du sagen, was wir gestern für eins kassiert haben, Alter. Oh, shit. Ist es gelöscht oder nicht? Ja, ne? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, deswegen halt die Fresse. Auf jeden Fall, irgendwann in 2 Monaten gibt es noch ein Gameplay, wo wir richtig kassiert, richtiges Freistoß-Tor kassiert haben, richtig übel. Ah. Oh, shit. Sehe ich gerade durch Zufall. Wir haben die 800 Stunden überschritten, die Gesamtvideolänge. Läuft bei uns, Alter. Oh, mein Gott, ey. Oh, Mann, wir sind so nigger. Zu wenig. 800 Stunden Videomaterial auf unserem Kanal, aufgeteilt auf über 2400 Videos. Daumen hoch bitte dafür, danke. Wobei man sagen muss, wir haben immer noch relativ wenig Kommentare, außer wir hatten vor kurzem so einen Lutscher, wo ich es dir auch gezeigt habe, ne? So ein Bau, der ja. Ist irgendwie auf unserem Kanal ist und unter 4 Videos uns rumgehatet hat, aber direkt Block reinkassiert, gut ist. haben wir Ruhe. Aber ansonsten haben wir in letzter Zeit kassieren wir eigentlich, geht's eigentlich voll. Wir haben öfter mal Likes. Ja, aus der Sinn auf jeden Fall, aber Kommentare sind noch ein bisschen wenig, Leute. Gib mal Gas hier in den Guts. Alles faule Säue. Wie viele Abonnenten stehen wir eigentlich jetzt? 162. Jedenfalls, wenn sich jetzt heute nichts mehr geändert hat. Ich habe jetzt nur von gestern. Ja, 162. Ich kann mal kurz was nachgucken. Gucken wir mal kurz nach, was sich da geändert hat generell. Ich würde auch mal gerne, das gucke ich mich jetzt mal auch gerade nochmal nach, was wir... Preußes Tor! Läuft bei dir. Gestern noch drüber rumgehört. Ja, 5%. Ja, trotzdem nur 5%. Na und? Erstmal nach. Das ist halt 0%. Ja, gut. Ich wollte jetzt doch gerade mal was bei uns nachgucken. Und zwar... Ja, lad doch jetzt, Mann, du Hurensohn. Bam, Alter. In your face, bitch. Mami. Ja, das ist doch scheiße. Was ist denn los bei dir jetzt? Was ist denn los mit dir? Ich hab gerade was geguckt, aber es ist... Leute, Mann, was soll der Scheiße? Wir sind von der Zuschauerbindung so, wir jetzt in den letzten Monaten immer ein paar Prozent nach oben, jetzt gehen wir wieder gerade nach unten. Was soll das, Leute? Guckt die Videos aktiver, ich Hurensohn. Hat. Ja, warte, die schalten immer zu früh ab, wir sind zu langweilig auf Dauer. Alter, so. Ich Wichser. Nein, Spaß. Ja, wir sind halt scheiße, Alter. Wir sind langweilig und scheiße. Ja. Übrigens, das waren jetzt 15... Und unterhalten die Leute einfach nicht mit unserer Scheiße, die wir labern. Ja, unterhalten deine Mutti aber. Nein. 15 Abos übrigens, die im ganzen letzten 30 Tage. Also jeden zweiten Tag, one nigga, in Schnitt. Läuft. Du bist ja in deinen Singles, aber es ist immer voll, was soll ich jetzt sagen? Ja, manchmal, aber nicht immer. Meistens glaube ich auch. Voller Brainlag. Ja, manchmal, weil ich zwischendurch in Sachen rede. Aber wenn du auch reden musst die ganze Zeit und dann hast du auch manchmal Brainlags. Aber ja, eigentlich. Du kommst jetzt nur nach, du sagst ja nicht dabei. Ja, trotzdem, aber eigentlich rede ich ja schon sinnvolles Zeug hintereinander gestapelt. Nur manchmal habe ich halt dann so ein paar Sekunden Hänger. Ja. Ist auch bei manchen Folgen schlimmer, bei anderen Folgen kriege ich es auch hin, komplett ohne einen Brainlag durchzureden. Aber was soll man halt machen, über 20 Minuten am Stück zu reden? Und bei mir ist es auch am Stück reden.
ohne 10 zu 5 Sekunden Pause zwischendrin oder 10, dann ist das schon was anderes. Talk's ja nicht. Wenn ich das machen würde, müsste ich auch durchreden, aber. Ja. Das ist schon. Man sieht dann nur, sie sind noch nicht mal das Gameplay mehr, nicht? Ja. Richtige Story, Spiele da. Die kommentiert man auch nicht nach, ja. Ja, deswegen. So. Von daher ist es schon. Willst du eigentlich schon drüber quatschen, was du machen wolltest, was du gestern gesagt hast? Ist doch schon geändert ab gestern. Also ab jetzt, die Folge kommt am Dienstag, ist doch schon längst geändert. Also für die Leute, Ach so. die in ihrem Busch gelebt haben, es noch nicht mitgekriegt haben, wir haben heute übrigens gerade Samstag und es ging, meine erste FIFA, also meine erste Seasons-Folge ging um 16 Uhr online ganz normal. Jo. Nächsten Samstag, ja? Nee, jetzt ging, die ging schon letzten Samstag online, die ging heute für dich online, Pierre. Was? Ja, ich habe die gestern Nacht noch Hast du gestern noch aufgenommen. gezockt, oder was? Ja, ein Spiel. Und? Und. Ja, schaut halt rein. Und Hi. jetzt kommt Mittwoch, also. Morgen kommt noch die nächste, genau. Und ich werde quasi, ich habe mit Karriere jetzt nach der ersten Saison aufgehört, wollte zwar irgendwie weitermachen, habe ich gesagt, aber hatte da irgendwie doch keinen Bock mehr und habe jetzt halt mit Season angefangen und ja, das ersetzt halt jetzt einfach nur Karriere, der Rest bleibt gleich. Bist also mich weiter. Meine Ja, Seasons. deine beendete Serie von vor, keine Ahnung, wie vielen Monaten. Aber ich immer meine Serie, die ich hatte, die wirst du nicht. Werde ich auch nicht, alleine weil ich wieder HIV-positiv angefangen habe. Aber gut, das wäre ja alles Spoilern. Obwohl kann man. Ne, wäre Spoilern. Also warst du scheiße, okay. Nein, es geht. Ich war eigentlich ganz gut. Aber es ist FIFA-Verlauf erleben, ne? Also, es ist alles mit dabei, was man braucht für so eine erste Folge. Waren Tore dabei. Es war Freude dabei. Ich habe aber leider noch am Anfang ein bisschen was Generelles geredet. Es war Rage dabei. Also, es war alles dabei, was man braucht. Und was bei dem Live-Format halt dabei sein muss und dabei ist, einfach nur. Ich finde es ja immer so geil. Es gibt ja selbst Leute, die immer so FIFA-Profis sind, die sich dann irgendwann manchmal, die dann immer versuchen, so die Contenance zu halten in FIFA, sich dann aber trotzdem manchmal aufregen. Das ist dann immer besonders Es ging lustig. doch. Es ging doch. Was? Das Spiel. Was für ein Spiel? Dieses Spiel. Was von mir jetzt oder was? Ja. Ja, ging. Ja, habe ich auch gesagt. Hatte alles dabei, was man brauchte. Läuft bei dir, Alter. Ja, Spoiler am besten jetzt so. Sag mal das Ergebnis. Das war Ironie übrigens. Nö. So, Mann, Digga, ja, auf jeden Fall schaut rein und morgen kommt dann die nächste Folge und ja, Ultimate Team kommt eben ganz normal weiter. Also wieso spoilern? Die Folge, ich bin noch draußen, von Trotzdem, daher. die Leute sollen da reinschauen und nicht jetzt hier das Ergebnis hören. Wenn die Leute es jetzt interessiert, dann sollen sie auf das Video klicken und sich es anschauen. Und ich jetzt ist einfach, ja, juckt mich nicht. Alter, zwei rote Karten davor, unser Lex, du bist schuld. Deine Mutti ist auch schuld daran, ey. Wenn die immer so stark blutet, dass der Schiri zwei rote Du bist Karten so geben oft an den muss. roten Karten schuld, Mann. Ja, fick dich, juckt mich nicht. Ja. Juckt mich auch nicht. Und schon wieder. Juckt mich nicht. Auf jeden Fall warst du von Man dem kratzt Spiel. dich, wenn es dich juckt. Das war's denn ja. Folge. Ich wollte euch noch schnell die Tabelle zeigen, wenn ich meine Maus mal wieder finde und dann mal gucken kann, ob es überhaupt eine gibt. Wo ist meine Maus? Bitte nicht wieder, nein! Ja, das ist, weil ich die geteilt habe mit dem anderen PC. Das ist ein bisschen behindert. Warte mal. Läuft bei dir. So, jetzt aber. So. Gibt anscheinend eine Tabelle und. Alter. Ja. Ja, gut. Okay, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mann. Tschüss.